Ziel von Navita war immer und Philosophie, wir wollen die absolute Nummer 1 sein in der Produktqualität. Und das haben wir auch erreicht. Und er ist der Autor vom berühmten Buch «Katzen würden Mäuse kaufen». Dr. Hans-Ulrich Grimm, herzlich willkommen. Ich habe geschrieben, der Pfui-Teufel-Faktor, weil das wirklich ekelhaft ist. Und für mich war das auch eine große Überraschung, dass praktisch jemand solche Sachen produzieren kann, wo es ja eigentlich wirklich jedem schlecht wird, wo jeder eigentlich denken muss, instinktiv, das kann man dem Hund und der Katze oder auch der Kuh nicht zumuten, dass sie einem sowas ins Futter tun. Klärschlamm, Abwasser aus Duschen, Toiletten, was Schlachthäusern, Material aus der Tierkörperbeseitigung, Anlage und so weiter. Das alles fand sich, das waren die Recherchen damals, wie gesagt, das ist keine Aussage über heute, dafür gab es überall Belege. Kommen wir, machen wir ganz einen kleinen Exkurs zum Impfen, der absolute Wahnsinn vom Impfen. Ich höre immer wieder Leute, die mir sagen, sie kommen Impfaufforderungen über von ihren Tierärzten jährlich, jedes Jahr. Das Bundesamt empfiehlt die 4 Core-Impfungen, das ist Parvovirose, Staupen, Hepatitis, Tollwut bei den Hunden, Panleukopenie, Herpes, Calicivirus und Tollwut bei der Katze. Das sind die empfohlenen Impfungen. Wir haben das Problem, wenn wir heute jemanden fragen, der einen Hund hat oder eine Katze, wie ernähren Sie denn eigentlich Ihren Hund? Und glauben Sie mir, es ist unglaublich schwierig, jemanden, der mit einem Hund, den er gerade erworben hat, in die Praxis kommt, es ist unglaublich schwierig, dem zu erklären, was er falsch macht. Dann bringt man die Leute erstmal zu Fall. Die brechen zusammen und verstehen die Welt nicht mehr.